Über Ungarn könnte man stundenlang reden. Die Magyaren, wie das ungarische Volk auch genannt wird, sprechen Ungarisch, eine Sprache aus dem urgischen Zweig der finno-urgischen Sprachenfamilie, die sich so anhört. Szeretettel köszöntök mindenkit, Ince Isabella vagyok, és örülök, hogy Burghausenben magyar tanárnőként dolgozhatok. Köszönöm a figyelmüket és az érdeklődésüket a magyar nyelv és kultúra iránt. Und was heißt das jetzt auf Deutsch? In ein paar Minuten werden Sie es erfahren. Das ist übrigens Isabella Ince, eine Burghauserin, die seit 2016 in ihrer ungarischen Schule, wie sie genannt wird, Kindern diese Sprache beibringt. Einmal pro Woche treffen sich die Kinder unterschiedlicher Altersgruppen, um die ungarische Sprache meist spielerisch zu lernen. Sie kommen aus ungarischen Familien, die hier leben. Da die Kinder hier teils geboren sind oder aufgewachsen sind, sprechen sie größtenteils Deutsch. Die Eltern haben zu Hause wenig Möglichkeiten und Gelegenheiten, den Kindern die ungarische Sprache beizubringen. Am Ende dieser Schule dann bekommen sie ein Sprachdiplom C1, aber jedes Jahr bekommen sie ein Zeugnis, was auch in bayerischen Schulen akkreditiert ist als herkunftssprachliche Fortbildung. Um es auf den Punkt zu bringen und es nur mit drei Worten auszudrücken: Die ungarische Sprache hat Dichte, Klarheit und Harmonie. So würde ich das bezeichnen. Neben ihrer Tätigkeit als Ungarischlehrerin ist die 41-Jährige noch als Förderlehrerin in der Burghauser Johannes-Hess-Schule tätig. Und nicht nur das. Ich habe noch eine sehr selbstständige Tätigkeit, wo ich Nachhilfe gebe und übersetze. Sehr viele Ungarn leben in Burghausen und sie benötigen Dolmetscherin bei Arztuntersuchungen zum Beispiel oder bei unterschiedlichen Ämtern. Und da gehe ich mit und übersetze. Die ungarische Sprache wird auch in vielen anderen Ländern gesprochen, etwa in Grenzgebieten der Slowakei, Ukraine, Serbien oder Rumänien. In Târgu Mureș, zu Deutsch Neumarkt am Mireș oder Ungarisch Maroșvásárhely, inmitten der Region Siebenbürgen, wurde Isabella Ince in eine ungarische Familie geboren und wuchs dort auf. Ich habe meinen Mann in Rumänien kennengelernt. Wir waren im gleichen Gymnasium und dann haben wir unser Studium in Klausenburg absolviert. Und nach der Universität sind wir nach Budapest umgesiedelt. Dort haben wir 11 Jahre gelebt und mein Mann hat schon auch in Budapest jahrelang beim Bäcker gearbeitet. Was viele nicht wissen, der Erfinder dieses Würfels, der Bauingenieur, Architekt und Bildhauer Erno Rubik, kommt ebenso aus Ungarn wie viele andere Menschen mit ungarischer Abstammung. Etwa Schauspieler Toni Curtis, Calvin Klein, der Gründer des weltbekannten Modelabels. Judith Polgar, die in Budapest geborene Schachgroßmeisterin, gilt als aktuell beste weibliche Schachspielerin weltweit und. Manchmal übersetzen die Kinder, obwohl sie alle sehr gut Deutsch sprechen, etwas ins Ungarische. Weil in der ungarischen Sprache haben wir andere Wortreihenfolgen, haben wir andere Präfixen, haben wir mehrere und unterschiedliche Kasus. Auf Ungarisch kann man zum Beispiel einen Satz in einem Wort ausdrucken. Und im Deutsch brauchen wir 3 Wörter dazu, zum Beispiel ich liebe dich, auf Ungarisch szeretlek. Isabel Ince ist erst seit knapp 10 Jahren in Burghausen. Sie hat zuvor die deutsche Sprache studiert, allerdings mit sehr viel deutscher Literatur. Im Alltag die deutsche Sprache zu lernen war für sie etwas ganz anderes. Da gab es ein paar Sprachhürden, insbesondere auch in der bayerischen Sprache. Mit der bayerischen Sprache hatte ich Probleme meistens auf dem Markt. Und noch eine Erfahrung war in der Schule bei dem ersten Elternabend, als die Lehrerin auch ein Bayerisch gesprochen hat, dann war ich sehr unsicher und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht alles hundertprozentig verstanden hatte.
Die 41-jährige Ungarin hat natürlich das berühmte Paprika nicht nur in den Genen, sondern auch in ihrer Küche zu Hause. Ungarische Spezialitäten werden natürlich auch in Burghausen gekocht. Ich koche sehr viele Suppen. Wir haben sehr viele Gemüsesuppensorten und meine Kinder lieben das. Ich koche auch oft Gulyás, Paprikás. Das ist typisch ungarisches Essen. Jetzt noch zur Auflösung des ungarischen Satzes vom Anfang. Hier noch einmal das Original. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ince Isabella vagyok, és örülök, hogy Burghausenben magyar tanárnőként dolgozhatok. Köszönöm a figyelmüket és az érdeklődésüket a magyar nyelv és kultúra iránt. Und das ist die Übersetzung. Ich begrüße Sie herzlich. Ich bin Isabella Ince und ich freue mich, in Burghausen als ungarische Lehrerin leben zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Interesse an der ungarischen Sprache und Kultur. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Oder Nagyon szépen köszönöm és viszontlátásra.